meinen 16-jährigen Sohn. Ja. Der in seinem Zimmer, das muss man sich so vorstellen, wir leben am Waldrand, Hanglage, sich völlig sicher gefühlt hat und hat sich selbst befriedigt. Mhm. Und der Nachbarsjunge, der unser Grundstück als benutzt, um abzuhauen oder irgendwelche Freunde zu sich einzuladen, der hat es gesehen, hat ein Video gedreht mit dem Handy und hat es verschickt an Bekannte und mittlerweile kursiert es auch in der Schule. Ach du Liebe. Ach ja. Du liebe Zeit. Ja, und der Marc ist jetzt völlig verzweifelt, mhm. weil er damit ja immer wieder konfrontiert wird. Ja, ich weiß klar. auch nicht, wie man das wieder rückgängig machen kann, beziehungsweise aufheben wird es ja nicht mehr können. Nee, nur ist es in der Welt, ne? Ja. Also das Fenster stand dann auf und der Nachbarsjunge hat da widerrechtlich reingefilmt. Ja, nachts um zwei. Nachts also, um zwei? Ja, es war nicht tagsüber. Also es war beleuchtet, das Zimmer? Ja. Und er hatte gar nicht damit gerechnet, dass Nein. da irgendjemand sein könnte? Nein. Um die Uhrzeit schon gar nicht. Und da führt auch keine Straße dran vorbei, da kommen dann nur wieder andere Gärten. Ja. Ja. Das ist aber gemein. Das ist wirklich gemein. Das ist aber super gemein. Ja. Und wie du schon sagst, das ist ja gar nicht mehr rückholbar. Nein. Ich weiß gar nicht, ob man eine rechtliche Handhabe hat, diesen Jungen anzuzeigen, der das gemacht hat. Weiß ich nicht. Weißt du, Domian, die ganze Situation ist so dramatisch. Die Mutter ist gerade in Chemotherapie, die hat Brustkrebs. Die Eltern sind aus Russland praktisch hierher gezogen. Also sie haben eh ein schwieriges Umfeld. Das Milieu ist... Ja, und selbst würde man durch eine solche Anzeige würde man es ja auch nicht vergessen machen. Nein, aber irgendwo, ich meine, der Mars fühlt sich jetzt im Moment völlig schutzlos ausgeliefert. Mhm. Er sagt, er kann an nichts anderes denken. Das verfolgt ihn den ganzen Tag. Wie sind denn die Reaktionen in der Schule darauf? Ha, im Moment wird halt mehr getuschelt. Ja. Das läuft alles unter der Hand und der eine Freund von ihm, der ihm das Video gezeigt hat, hat gesagt, ich möchte, dass du das weißt, was über dich im Umlauf ist und auch wo es her ist. Ja. Also das sieht mir anhand der... Hat denn dein Sohn mit dem Täter, so nenne ich ihn mal, gesprochen? Noch nicht. Noch nicht? Nein. Hat er Angst? Ja. Nein, beziehungsweise wenn er mit ihm selber reden würde, das würde nichts bewegen. Also der ist schon ein bisschen abgebrüht. Ist der in demselben Alter wie dein Sohn? Ja, ist auch 16. Oh, das ist wirklich eine heikle Situation. Ja. Das ist eine heikle Situation. Und ja, in vielfältiger Hinsicht. Ich meine, wir haben 5 Jungs von im Alter von 24 bis der Jüngste wird jetzt 11. Also auch für die kleineren Geschwister ist das nachher ein Problem. Damit konfrontiert zu werden, dein Bruder, also in dem Alter, so in der Pubertät oder auch wenn sie kleiner sind. Ja, ja. Hast du mit irgendeinem anderen Erwachsenen oder mit einem Lehrer schon gesprochen darüber? Nein. Domian, du bist der allererste. Ja. Außer meiner Freundin. Ich finde, man muss so ein Thema vorsichtig anfassen. Ich möchte auch nicht unheimlich trampeln. Nee, wie gesagt, zurückholen kann man sowieso nicht mehr. Es geht jetzt um Schadensbegrenzung. Aber Schadensbegrenzung gibt es doch in dem Fall auch. Die gibt's auch, genau, die gibt es nämlich auch nicht. Du hast recht, die gibt es nicht. Selbst wenn er, der es gemacht hat, das jetzt nicht weiter verbreitet, das ist ja schon irgendwo anders verbreitet und dann ist das ja wie ein Schneeballeffekt und überall hin geht's. Und oh weia. Ja, nochmal auf deinen Sohn zu sprechen zu kommen. Gibt es denn vielleicht so ein bisschen Coolness in ihm, dass er sagt, na okay, es machen alle und es ist nun passiert, nun ist es auch egal. Gibt es so einen Ansatz davon oder ist er wirklich komplett fertig? Der ist komplett fertig. Also ich habe ihm das ja gleich, als er mir das erzählt hat, das hat er mir auch nicht so einfach erzählt. Er weiß ja in dem Alter und die Mutter und überhaupt. Und es hat ein bisschen gedauert, bis er damit rausgerückt ist, was ihn belastet. Er muss sich doch sich auch vor dir geschämt haben, ne? Das Natürlich. Zu erzählen. Ja, aber weißt du, wenn du selber so viele Jungs hast, und wie gesagt, der ist ja nicht mein Erster, der in der Pubertät ist. Ja. Ich habe ihm halt dann gesagt, das machen wirklich alle und jeder muss seinen Körper kennenlernen. Und auch, ich bin ganz sicher, dass der Andi das macht. Ja. Ja, also von daher gesehen. Ja, also du bist, das ist ja schon mal sehr gut, dass du ein vollkommen tolerante Einstellung diesbezüglich hast. Natürlich. Völlig. Ich kann ja nicht sagen, um Himmels Willen. Und das dann wäre es ja alles noch viel schlimmer. Ja. Was macht man denn da? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also hängen lassen können wir ihn nicht. Nee, jetzt ist vielleicht eher so die Frage, wie kann man dem Jungen helfen, ihn so ein bisschen zu stützen. Was ist mit dem Vater? Ja, wir sind verheiratet, wir leben in einer relativ intakten Familie, kann man sagen. Also im Prinzip, er ist für den Beruf zuständig, ich koordiniere die Familie, manage das alles hier und bin überwiegend für die Kinder zuständig. Und von daher gesehen läuft auch alles erstmal über mich.
Ja. Also ich handle das. Also wenn du dir zu große Sorgen über den Jungen machst, wäre vielleicht die wichtigste Tat, dass man versucht, der wichtigste Schritt, dass man versucht, ihn zu stützen. Durch eine vielleicht kurzfristige psychologische Beratung oder durch einen psychologischen Beistand. Meinst du wirklich, dass das einen Sinn macht? Im Moment kannst du dir vorstellen, er ist ja aggressiv. Seine erste Reaktion war, ich verklopf den. Und dann habe ich gesagt, Maris, das hilft dir überhaupt nicht weiter. Also da kommt er auch nicht weiter. Das zieht dann nur wieder andere Sachen nach. Ja, aber ist auch klar, dass man im ersten Moment als Betroffener und in dem Alter dann so denkt. Ja. Ist ja auch selbstverständlich. Klar. Also man müsste es so schaffen, dass er ein dickes Fell kriegt, diese Sache betreffend. Und die Sache sich dann so irgendwann, die wird sich ja verlaufen. Das wird ja versanden. Ich meine, so spektakulär ist es nun nicht. Klar. Aber irgendwann ist es dann auch ausgereizt und das ist Schnee von gestern. Meinst du wirklich? Ja, das glaube ich schon. Also das dass einem die Dinge nicht immer wieder einholen? Ach, weißt du, so, ich meine, es ist schon ein sehr intimer Blick ins Leben. Ja. Aber ich glaube, es gibt heftigere Sachen, die einen länger verfolgen. Aber ich weiß es auch nicht genau. Also ich bin mir so... Du bist so ganz Neuland, mit dem rechnest du ja nicht, diese... Handys, die mit Cams ausgestattet sind, so lange gibt es die noch gar nicht. Ja, eine Weile schon, ja, klar, aber da kann man ja alles mitmachen. Ja, klar. Also, ich weiß es auch nicht, was, also ich glaube, rechtliche Schritte ist auch Unsinn, da einzuleiten. Also ich finde halt auf jeden Fall, dass man trotz der familiären Situation und auch um auch noch Rücksicht zu nehmen, wie es der Mutter geht, aber... Den Jungen müsste man durchaus damit noch konfrontieren und vor allen Dingen dafür sorgen, dass sowas nicht wieder vorkommt. Ja. Was spricht dagegen, dass du mit diesem Jungen mal sprichst? Gar nichts. Bitte? Ich weiß noch nicht, ich sprich gar nichts dagegen, dass ich das mache. Oder du mit deinem Mann zusammen? Ja. Oder vielleicht auch mit den Eltern. Oder mit den Eltern, ja, je nachdem, wie belastbar die Eltern sind wegen der Krankheit. Ja, genau. Aber ich meine, das wäre schon mal auf jeden Fall eine Maßnahme. Dass er das bei deinem Sohn nicht wieder macht, da wird dein Sohn schon für sorgen, dass das nicht wieder passieren kann. Ja, ne? Da habe ich keine Sorge. Das wird es einmal und nie wieder in seinem Leben passiert, wahrscheinlich. Ja, klar. Und was ihn anbelangt, da würde ich gerne mal einfach jetzt einen Fachmann hinzuziehen. Der Peter, also mein Psychologe heute Nacht, der kann das besser beurteilen, wenn du ihm genau schilderst, wie dein Sohn sich so verhält, wie er drauf ist und ob da wirklich eine professionelle Unterstützung nötig ist oder ob man das vielleicht irgendwie innerhalb der Familie handeln kann. Ich glaube, da sollte da ein Fachmann sich zu äußern. Damit kannst du recht haben, ja. Ja, finde ich schon. Sonst, zumindest mal ein kluger Gedanke. Ja, sonst tappen wir beide da so ein bisschen im Nebel. Ja. Ich meine, was ich nochmal sagen muss, finde ich ganz toll, dass ihr als Familie auf seiner Seite steht, dass da kein Scham und nicht irgendwie Vorwürfe, wie kannst du nur bei offenem Fenster und das ist ja alles nicht der Fall. Du stehst hinter ihm. Natürlich stehe ich voll hinter ihm und ich meine, solche Dinge, die passieren dann spontan, das nimmt sich ja keiner vor. Vielleicht natürlich. Mit dem Alter sowieso nicht. Vielleicht kann man das wirklich auch so abfedern, indem, ich meine, du hast es ja auch schon gemacht, indem du sagst, das ist das Allernormalste der Welt. Das macht jeder. Das macht jeder, macht das. Ja. Das ist genauso, als würdest du jemanden heimlich auf der Toilette filmen. Macht auch jeder. Klar. Ne? Insofern ist es nichts Schlimmes, es ist eigentlich auch nichts Peinliches, es ist normal. Nein, das Problem ist nur die Veröffentlichung von dieser Situation. Und dass man gar nicht weiß, wer das jetzt alles hat und wie es noch auf ihn einwirken kann. Also sprich, wie er noch angesprochen wird von anderen Schülern. Ja, insofern wär so eine psychologische Beratung vielleicht wirklich nicht falsch, dass er da so ein paar Strategien lernt oder trainiert auch, damit umzugehen dann. Ja. Und vielleicht auch entsprechend zu kontern. Jetzt im Moment ist er emotional so aufgewühlt, dass er wahrscheinlich einfach nur um sich schlägt oder traurig ist. Er ist ganz ruhig, er ist ganz traurig. Ja, oder ganz traurig. Genau, und entsprechend verletzbar auch ist. Ja. Ja. Ecke, wir machen das so. Der Peter hat unser Gespräch mitgehört. Du legst auf und er ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute euch allen. Danke, Michi. Tschüss. Alles Gute dir auch. Dankeschön, tschüss.
Unser Thema, ihr Lieben, heißt dieses Telefongespräch. Das war gerade im weitesten Sinne eine Telefonnachricht, aber dieses Telefongespräch vergesse ich nie. Was wurde euch über das Telefon schon an schlimmen, traurigen, dramatischen oder auch verrückten oder auch bedrohlichen Sachen mitgeteilt, sodass ihr sagt, dieses Telefonat vergesse ich nie. Dieses Telefonat hat sich so richtig in meine Erinnerung und in mein Leben eingebrannt. Und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Thomas. Thomas ist 43. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo, Thomas. Hallo. Ja, dieses Telefonat vergesse ich nie. Ja, es geht darum, ich habe einen Zahnarzttermin gehabt und da wurde dann festgestellt, dass ich, beziehungsweise ich wurde kaum behandelt. Beim Zahnarzt hast du gesagt, ne? Bitte? Du hast Zahnarzttermin gesagt. Genau. Ja. Und das war so eine halbjährliche Untersuchung mit den prophylaktischen Untersuchungen und so weiter. Mhm. Mit dem, ich dachte nur, ich habe sehr gute Zähne und so weiter, mit dem Plackstein entfernen und so weiter. Und nur da hat er mich gar nicht großartig weiter behandelt, sondern ich hatte dann auch gesagt, an meiner linken Zungenhälfte, da hätte ich so kleine Schmerzen gehabt und so weiter, habe ich ihm gesagt. Und dann antwortete er mir, ich überweise Sie mal an einen guten Kollegen, der ist Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg. Mhm. Und da wurde mir schon ein bisschen komisch und ich bin dann da hingegangen. Mhm. Das war vor 3 Wochen und da wurde mir dann erzählt, übermorgen bekommen Sie das Resultat. Er hatte mir dann einen Zungenabstrich gemacht. Mhm. Und das jetzt nur kurz erzählt. Und er meldete sich dann auch die ganze Woche nicht, das ist kein Vorwurf, sondern wie ich dann am Montagmorgen nach Beschwerde, warum er sich nicht gemeldet hatte, als Antwort bekommen hatte, ob ich denn am Montagmorgen und dann um 18.30 Uhr reinkommen könnte. Hm? Ich bin um 18.30 Uhr, beziehungsweise wo die Zahnarzthelferin angerufen hatte, hatte ich gesagt, wenn es eine schlimme Nachricht ist, sollte er mich bitte anrufen. 5 Minuten später rief mich mein Arzt an. Er sagte, das ist zwar ein ungewöhnlicher Weg, aber nun. Also es rief dich der Arzt an, der den Abstrich gemacht hatte? Genau. Und was hat der Arzt gesagt? Er hatte gesagt, ich wollte Ihnen das Wochenende nicht verderben. Ich sage, bitte sagen Sie, was los ist. Er sagte, ja, Sie haben Zungenkrebs. Bösartigen. Und das heißt, das hast du jetzt vor einer Woche erfahren, oder? Vor drei Wochen war die Untersuchung. Ja. Und der hatte mir dann in einer Uniklinik einen Termin angeräumt. Mhm. Und Und jetzt bist du schon in der Klinik oder noch zu Hause? Nein, ich bin seitdem ich zu keinem Arzt mehr gegangen. Ach, du bist gar nicht in irgendwo mehr hingegangen? Nein. Du hast einmal mit einem Arzt gesprochen? Ich habe die Verdrängung gemacht. Also Mona, du hast einmal mit dem Arzt gesprochen? Nein, ich bin dann in die Uniklinik gegangen. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin in die Uniklinik gegangen. Da wurde mir dann erklärt, ich habe normalerweise, es ist so, dass meine Sprache ist eigentlich mein Nonplusultra. Mhm. Und Nonplusultra, Entschuldigung. Mhm. Und und die haben mir gesagt, also mindestens die Hälfte der Zunge wird weggehen. Ja. Also es muss ja dann operiert werden? Ja, ja. Und dann muss dann die Hälfte der Zunge entfernt werden? Ja, ja, mhm. Und eventuell Lymphdrüsen auch noch und mit der Krebsstreuung und so weiter. Und dann bist du wieder nach Hause gegangen? Ja, da bin ich dann natürlich nach Hause gefahren. Und wann war das jetzt in der Uniklinik? Wann warst du da? Vor 2 Wochen. Auch ich hätte jetzt schon Untersuchungen machen müssen mit Radiologie und so weiter und so weiter. So, jetzt warst du einmal in der Uniklinik? Ich war jetzt einmal in der Uniklinik drin und ich werde das auch diese Woche jetzt, also morgen oder übermorgen werde ich nochmal hingehen. Und da sind so viele Sachen noch im Vorfeld zu erledigen, die ich machen muss und so. Mhm. So. Das ist, also du hast es. Verdrängungsfaktor ist das. Das ist dieser Verdrängungsfaktor, der bei mir da ist. Mhm. Und es ist auch so,
Es ist so ein anschneidendes Erlebnis bei mir. Ich war nie vorher großartig ernsthaft erkrankt und so weiter. Das ist also... Also, wenn alles seinen normalen Weg gelaufen hätte, wärst du schon operiert jetzt? Da wäre ich mit Sicherheit. Ja, ja. Wäre ich mit Sicherheit jetzt schon. Lebst du eigentlich alleine, Thomas, oder hast du... Nein. Ich lebe in einer sehr guten Partnerschaft. Ja, und weiß deine Frau Bescheid? Ja, sie weiß Bescheid, aber ich versuche sie natürlich immer so zu beruhigen. Und hat deine Frau dich denn jetzt gedrängt? Sagt sie, du musst jetzt gehen? Nein, das ist es ja. Ich meine, sie weiß auch nicht, mit dieser ganzen Sache so umzugehen. Und ich will sie nicht verletzen. Und das ist eben das. Hat man dir denn über die Ausbreitung der Krankheit schon etwas gesagt? Weiß man, kann man da? Nein, bis jetzt noch nicht. Das muss ja noch festgestellt werden. Deswegen hatte ich ja gesagt. Also es ist ziemlich schwer zu erklären. Ich meine, wer nicht in so einer Situation ist, der kann das auch nicht so nachvollziehen. Es ist diese Verdrängung. Ich habe das alles jetzt verdrängt, die letzten zwei Wochen. Ja, es ist ja auch verständlich. Auch meinem Hausarzt habe ich einen Brief geschrieben mit der ganzen Schilderung, die ich jetzt auch abgebe. Und ich habe gesagt, ich brauche dringend Hilfe. Bis jetzt ist auch noch keine Reaktion gekommen. Wahrscheinlich wartete er darauf, dass ich jetzt endlich mal komme. Weißt du, Thomas, es ist natürlich, ich sag das mal gleich vorweg, sehr leicht gesprochen, wenn man nicht betroffen ist. Ja. Bitte berücksichtige das, wenn ich jetzt etwas sage. Aber wir wissen ja alle, dass bei Krebserkrankungen wirklich jede Woche oder jeder Tag zählt. Natürlich. Ich bin da auch sehr realistisch und so insofern auch sehr pragmatisch. Ich kann auch sehr gut verstehen. Ich glaube, es kann jeder von uns verstehen, dass man da vielleicht auch in einen Schock gerät, Angst hat und sich erstmal eine Weile zurückzieht. Aber letztendlich, um dein Leben zu retten, musst du initiativ jetzt werden. Natürlich. Das weiß ich ja, Nur ich weiß nicht, inwiefern ich das umsetzen kann. Ich habe hier auch schon in meiner Stadt danach gegoogelt und so weiter und so weiter. Nur ich glaube, Hilfe brauche ich auf jeden Fall in dieser Beziehung. Bist du nicht sicher, ob du da in der Klinik richtig und gut aufgehoben bist? Doch, das bin ich. Das schon. Das schon. Nur, ich habe relativ schlechte Erfahrungen gemacht, auch mit so internistenmäßig und so weiter. Also, also sagen wir es mal so, mein Vertrauen in Ärzte ist nicht gerade ganz hoch. Ja, klar. Hat man dich etwas aufgeklärt, wenn schon fast die Hälfte der Zunge weggenommen werden soll? Wie das denn ist, man kann noch sprechen, aber wahrscheinlich sehr... Ich werde nicht mehr so sprechen können, wie ich mit dir jetzt spreche. Ist klar. Das ist mir schon klar. Hast du eigentlich jetzt, während wir sprechen, auch Schmerzen in der Zunge? Ja. Ja. Ja, so leicht. Nehmen die zu, die Schmerzen? Nein, die sind so. Die sind gleichbleibend. Also die sind noch so gleichbleibend. Nur das Problem davor war noch, dass ich das ist ja ein neuer Zahnarzt gewesen, der das sofort erkannt hat. Davor der Zahnarzt, der hat das als Normalität abgenommen und hat gesagt, ach, das ist nichts. Achso, du hattest schon mal ihn darauf hingewiesen. Ich hatte zu ihm gesagt, ich habe da ja das gemerkt, als ich so leichte Schmerzen da hatte und da hat sich auch so ein kleines Bläschen gebildet. Das ist der Mittelabschnitt der Zunge gewesen. Und der hatte mir, es ist eine sehr, also sagen wir mal, relativ seltene Krebserkrankung, die Zungenerkrankung. Und der Zahnarzt hatte mir gesagt, doch, das ist nichts. Ich hatte das auch drauf geschoben, dass da, weil ich einen leicht überzogenen spitzen Zahn hatte. Also weißt du, das ist jetzt ein sehr schlimmer Ärztefehler, der da stattgefunden hat. Aber ich glaube, da solltest du dich im Moment erstmal zweitrangig drum kümmern, sondern in erster Linie jetzt mal, was ist das Wichtigste, um deine gesundheitliche Situation zu stabilisieren? Du hast gerade gesagt, ich brauche Hilfe. Wie genau meinst du? Was meinst du genau damit? Die Hilfe, die ich brauche, das ist, sagen wir es mal so, dass ich, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll, aber
dass mich einer einen Namen nimmt jetzt. Ja, weil ich bin eigentlich immer der Starke gewesen bei uns. Ja, gibt es denn, also deine Partnerin kann das nicht machen? Nein. Nein. Habt ihr Kinder? Ja. Wie alt sind die? 19. 19. Ein Junge? Ja. Weiß er auch Bescheid? Ja. Hat er reagiert? Er realisiert das überhaupt noch nicht. Mhm. Also er ist also auch genauso daneben wie meine geschockt. Frau. Mhm. Ja. Hast du einen sehr guten Freund? Ja, einen sehr guten, ja, habe ich. Wäre das jemand, der dir beistehen könnte, der dich an den Arm nehmen könnte? Der ist leider beruflich so eingebunden, dass das leider nicht geht. Er ist im Staatsdienst, also das geht schlecht. Weiß er, was los ist? Ja, ja. Das weiß er. Mhm. Aber es geht nicht. Wie ist denn dein Verhältnis zu dem Hausarzt? Ja, mehr oder weniger gut, sagen wir so. Mehr oder weniger gut klingt ja schon mal ganz okay. Ja, wäre genau. Das denn nur vielleicht? Ist es so, ich muss den Schritt jetzt machen. Du musst den Schritt machen. Vielleicht wäre das denn vielleicht gar nicht ein falscher Schritt, dass du hast ihm geschrieben, er hat nicht reagiert. Ich weiß nicht, warum er nicht reagiert hat. Vielleicht wartet er in der Tat auf deine Reaktion. Ich weiß es nicht. Genau, das ist es nämlich. Ich habe auch mein Obolus da reingelegt von den 10 Euro und das ist nämlich, weil er hat jetzt auch seit, das ist jetzt auch schon anderthalb Wochen her, hat er noch nicht drauf reagiert. Also ich will mal sagen, eigentlich... Das nehme ich an, dass er wartet, dass ich endlich mal einen Schritt mache. Okay, ich weiß nicht, was du da reingeschrieben hast. Ich würde als Hausarzt würde ich schon mich mal ans Telefon setzen und mal den Patienten anrufen. Aber da will ich nicht drüber urteilen. Ja. Wenn das Verhältnis, okay, solide ist, sagen wir es mal so, wäre das vielleicht ein ganz guter Ansprechpartner, dass du zunächst und möglichst rasch mit diesem Mann sprichst? Muss ich sofort. Ja, vielleicht... Ich möchte noch ein bisschen länger leben. Ich ja, eben, Thomas. In 40 Jahren bin ich, glaube ich, noch ein bisschen ja. zu jung. Und vielleicht ergibt es sich dann so, dass du von ihm wirklich diese Hilfe bekommst, die du so nötig hast. Das würde ich auch hoffen. Okay. Lieber Thomas, unternimm bald etwas, darum möchte ich dich sehr bitten. Hm. Du willst leben, sagst du? Aber hallo. Und ich hab wirklich viel in meinem Leben erlebt und viel auch gemacht und so weiter. Also nur jetzt möchte ich noch nicht sterben. Ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Glück. Alles und von klar. ganzem Herzen viel Kraft. Und danke. Unternimm noch diese Woche etwas, Thomas. Okay, danke dir. Alles Gute. Ciao. Tschüss. Unser Thema, ihr Lieben, heißt dieses Telefongespräch vergesse ich nie. Hat man euch über das Telefon mal etwas vielleicht sehr Schlimmes und Trauriges mitgeteilt, was Thomas gerade erzählt hat, so in der Richtung? Oder vielleicht auch etwas ganz Tolles, ein Lottogewinn oder irgendwas ganz Verrücktes, dass ihr dieses Telefongespräch nicht mehr aus dem Kopf bekommt, dass ihr sagt, das vergesse ich nie, dieses Telefongespräch. Wenn das so ist und ihr Lust habt, mir darüber zu erzählen, dann ruft mich an unter der bekannten Telefonnummer und jetzt bin ich verbunden und gespannt auf Marco. Marco ist 33. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, Marco, schön, dass du da bist. Freut mich, mit dir zu sprechen. Ein Anruf letzte Woche hat mein Leben total verändert. Erzähl. Ich habe über einen Radiosender 100.000 Euro gewonnen. Ach, ist doch nicht wahr. Ja. Über einen Radiosender 100.000 Euro? Ja, ich habe sonst immer im Leben ziemlich viel Pech gehabt. Ja. Aber jetzt habe ich mal Glück gehabt. Was war denn das für ein Anruf? War das so ein Lotteriespiel oder ein Quiz oder was war das? Ich weiß nicht, wie man das bezeichnen kann. Das war einfach so ein Glücksspiel. Ja. Und die haben... Ja, bitte? Wenn man sich dann im Internet anmeldet über das Portal und sich dann mit diesem gewissen Spruch meldet, dann heißt es ja 100.000 Euro gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ist ja unfassbar. Ja. Dass, vor allen Dingen, dass der Preis so hoch ist. Man kennt ja sonst so aus Radiosendungen eher kleinere Preise und bescheidenere Preise, aber 100.000 Euro ist natürlich... Du wirst dich wundern, ein anderer Radiosender bietet sogar 200.000 Euro. Unglaublich. Unglaublich. Da habe ich mich auch gemeldet. Da sind wir ja ganz bescheidene Leute hier. Genau. So, dann hast du den was für einen Satz musstest du sagen?
aus werberechtlichen und technischen Gründen möchte ich den Sender und den Spruch nicht sagen. Okay, gebongt, ist auch okay. Aber auf jeden Fall, du hast diesen Satz gesagt. Und gab es da direkt eine Reaktion drauf? Ich habe geschrien am Telefon, Jesus Maria Josef, Kruzifix ja mal, 100.000 Euro gewonnen. Ja, ich meine Reaktion von der anderen Seite, es wurde dir sofort gesagt, sie haben gewonnen. Ja. Das ist ja irre. Da kam dann so ein Band, dass der Sender dran war, also so eine Sendererkennung. Ja. Und dann war der Moderator dran und hat sich gemeldet. Ach so. Sensationell. Ja. Ich beglückwünsche dich wirklich von ganzem Herzen. Dankeschön. Was machst du mit den 100.000? Hast du die schon? Die werden noch überwiesen, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das jetzt überwiesen wird oder ob ich einen Scheck bekomme. Ja, aber da ist jetzt nicht dran zu zweifeln. Das ist alles seriös. Das ist alles seriös. Ja. Also es ist nur eine Frage von ein paar Tagen, dann ist das Geld irgendwie da. Ich denke mal, das wird bis so eine Überweisung dauert bis zu 2-3 Wochen, oder? Ja, keine Ahnung, es wird dann schon kommen. Darf ich mal fragen, was du vom Beruf machst? Ich bin arbeitslos. Ah, das ist ja sensationell. Sonst bin ich Volontär. Ja, nicht, dass ich nicht sensationell, dass du arbeitslos bist, sondern sensationell, dass es den Richtigen getroffen hat. So meine ich das. Das ist ja wirklich toll. Ich freue mich auch drüber. Das ist ja wirklich super, super. Ich mache ja im Grunde genommen das Gleiche wie du bei einem Hörfunksender, nur dass das nicht beruflich ist, sondern eher als Hobby. Achso, ehrenamtlich so. Genau. Und bei einem Bürgerrundfunk. Ja, das ist ja auch sehr, sehr ehrenwert. Da werden ja auch gute Sachen manchmal gemacht. Da höre ich auch manchmal rein hier jetzt im Kölner Raum, wo das gemacht wird. Ich ziehe meinen Hut vor solchen Leuten wie dir. Oh, danke. Marco, was sind deine Pläne, mit dem Geld zu machen? Ich denke mal, dass ich das Geld anlegen werde, mir aber vorher noch so ein paar Kleinigkeiten für meine Wohnung und für mich kaufen werde. Was ist denn so das Dringlichste oder was du dir besonders wünschst für deine Wohnung? Neue Möbel, ne? Neue Möbel, ja. Und ja, gut, das Allerwichtigste für mich ist ein neues Fahrrad. Ja, das sind ja alles Kleinigkeiten. Bei der Summe kann man sich ein Fahrrad und auch eine schicke neue Couch-Garnitur kaufen oder sowas. Oder einen Tisch. Ja, oder momentan habe ich eine Dreier-Couch. Naja, aber das ist ja wirklich toll. Das ist wirklich toll. Und hast bisher noch nie so Glück in deinem Leben gehabt? Nee, ich habe in meinen 33 Jahren nur Pech gehabt, wenn ich ehrlich bin. Ja, umso toller, dass das jetzt so geklappt hat. Ja. Umso toller. Marco, also nochmal Gratulation, wirklich, von meiner Seite aus. Und, was würdest du mit 100.000 Euro machen? Also, ist eine schwere Frage. Ich würde es auf keinen Fall verballern. Auf keinen Fall. Also vor allen Dingen auch in der Situation, in der du jetzt bist, würde ich auch sagen, okay, ich gönne mir mal so ein paar Sachen, die ich immer gerne haben wollte. Und den Rest lege ich erstmal auf die hohe Kante. Mal sehen, man weiß ja nicht, was für Zeiten noch kommen, und dann hast du immer so einen kleinen Rückhalt, wo du drauf zurückgreifen kannst. Vor allen Dingen hat mein Vater zu mir gesagt, wenn ich das jetzt anlegen sollte, ja, dann lebe ich im Monat von ein paar hundert Euro Zinsen nur. Das sind nur die Zinsen, die ich mir dann auszahlen lassen kann. Aber wenn ich das jetzt anspare auf 5 bis 10 Jahre, da kommt schon ein ganzes Sümmchen zusammen. Naja, also Finanzberatung. Also wenn ich irgendwann Millionär bin, dann werde ich mich bei dir noch so melden. Das ist doch eine gute Abmachung und so verbleiben wir. Lieber Marco, können wir also zusammen Käffchen trinken. Genau. Nochmal Glückwunsch und viel Spaß mit deinem Gewinn. Ja, danke. Alles Gute, auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 50 50. Die Petra ist hier. Die Petra ist 29. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo Petra. So, dein Telefonat. Mein Telefonat war so, ich habe Telefonerotik gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, damals, ich glaube 3 Jahre schon oder so. Mhm. Und habe an Heiligabend einen Pädophilen am Telefon gehabt. Mhm. Der mir damals erzählt hat, dass er seine, ich weiß es nicht mehr ganz genau, 12- oder 13-jährige Nichte beim Duschen beobachtet hat. Mhm. Und seitdem ja ständig irgendwelche sexuellen Fantasien diesbezüglich hatte. Ja. Da wird einem anders, ne, wenn man das ja hört. Mhm. Definitiv. Mhm. Ich habe auch nach diesem Telefonat habe ich aufgehört, da zu arbeiten. Ach so, aber dazu später noch. Lass uns mal weiter sprechen über das Telefonat. Als er die Fantasie oder
es war ja eben nicht nur eine Fantasie, sondern er hat das Mädchen auch real beobachtet. Als er dir das so erzählt hatte, wie ging das dann weiter und wie hast du reagiert darauf? Also ich muss dazu sagen, eine Freundin von mir hat, die war da gerade fertig mit ihrem Psychologiestudium und die hat mir immer wieder gesagt, Petra, solange die Männer drüber reden, werden sie nicht handeln. Mhm. Täter reden nicht. Und ich sag mal, du hörst unheimlich viele kranke Geschichten, wenn du in diesem Bereich arbeitest. Mhm. Und naja, ich habe das immer sehr belächelt und habe das immer, naja, als lächerlich halt wirklich abgetan. Mhm. Und bei diesem Telefonat habe ich auch zugehört, habe das am Anfang auch gar nicht wirklich für so voll genommen, bis er mir da wirklich so viele Details erzählt hat. Ich bin selber Mutter. Also Details in dem Sinne, was er sich vorstellt, was er gerne machen würde wollen. Genau. Hat er denn von dir verlangt, hat er von dir ein Rollenspiel verlangt, dass du quasi ein Kind bist? Nein, gar nicht. Nein, er wollte nur erzählen. Mhm. Er wollte einfach nur reden und er wollte, dass ihm jemand zuhört. Hast du das Spiel, das ganze Telefonat über mitgemacht oder hast du irgendwann gesagt, ist es Schluss? Ich habe nach circa Viertelstunde, 20 Minuten habe ich gesagt, nee, ich habe noch nicht mal mehr was gesagt. Ich glaube, ich habe einfach nur aufgelegt. Gab es irgendwelche Konsequenzen? Hast du die Polizei benachrichtigt oder irgendjemand verständigt? Ich habe die Polizei benachrichtigt und das Problem ist, dass auf sehr, sehr vielen Flirtlines, wenn du nicht gerade selber eine 0900er Nummer geschaltet hast oder so, wenn das halt über diese Flirtlines geht, dass die Anrufer tatsächlich zum größten Teil anonym sind und auch bleiben. Das heißt, das konnte man nicht rückverfolgen und die Sache ist dann, der war nicht auffindbar mehr. Genau. Polizei hat mir allerdings damals auch gesagt, naja, solange nichts passiert, ne? Ich meine, das ist ja dieser Standardspruch. Solange nichts passiert ist, können wir nicht handeln. Zu der Zeit hattest du 3 Jahre schon in dem Gewerbe gearbeitet. Ja. Und dir war vorher so etwas nicht passiert? Ich habe viele kranke Geschichten gehört, aber so detailliert, nein. Ja. Und du hast tatsächlich dann aufgrund dieses Telefonates den Job als Telefonsexfrau an den Nagel gehängt? Ja. Das ist natürlich. Also es gab noch kleinere Gründe, aber im Großen und Ganzen war das eigentlich so der ausschlaggebende Punkt. Mhm. Weil, kannst du es begründen? Ich bin selber Mama. Mhm. Und mir ist einfach nur schlecht geworden. Mhm. Und hast du keine Lust, dir solche perversen Sachen anzuhören? Und das auch noch quasi? Also es ging gar nicht. Ich glaube, ich war eine Woche krank danach. Ja. Das glaube ich auch, dass das für Leute, die in diesem Sex-Hotline-Bereich arbeiten, dass das ein schwieriges Problem ist, damit umzugehen. Ja, also ich habe damals angefangen für eine Agentur zu arbeiten und wir sind angehalten worden von dieser Agentur, wenn ihr Pädophile, Nekrophile, wie auch immer, so wirklich kranke Menschen am Telefon habt, legt auf. Ah ja. Oder beendet das Gespräch. Ach so, so wird das gehandhabt. Das Gespräch gar nicht erst, Und irgendwann denkst du dir halt einfach, gut, aber wenn ich das Gespräch nicht führe, führt es jemand anderes und jemand anderes verdient das Geld dabei, so ungefähr. Und wie gesagt, eine Freundin von mir, die damals mit ihrem Psychologiestudium fertig war, mit der habe ich lange darüber geredet und sie hat halt immer gesagt, nein, Täter reden nicht. Nach diesem Telefonat habe ich das nicht mehr geglaubt. Mhm. Mhm. Wie lange liegt das jetzt zurück? Circa 4 Jahre. Ist dir dann ist das dir leicht gefallen, sofort rauszugehen aus dem Bereich, aus dem Job? Und finanziell hast du dich dann auch irgendwie aufgefangen mit anderer Tätigkeit? Klar, musste. Ja. Wie warst du überhaupt damals reingekommen? Wie bin ich da reingekommen? Ich bin alleinerziehende Mutter und wenn du ein Kind hast und
ich hatte nur einen halbtags Kindergartenplatz und naja, geh mal arbeiten, aber schieb dein Kind nicht ab, dann macht man sich halt Gedanken. Ja. Und du hast das von zu Hause aus gemacht? Richtig, ja. Das heißt, das war für dich dann recht praktisch? Das war absolut praktisch. Aber das war das Telefonat, was gravierende Folgen hatte. Das war das Telefonat. Kann ich sehr gut verstehen, dass du so reagiert hast und finde das auch sehr richtig, dass du reagiert hast. Hab da auch Respekt vor, muss ich sagen. Du hast ja dann eine Arbeit, die eigentlich für dich einfach, relativ einfach war vorher, praktisch relativ war. Einfach und sehr viel Geld, ja. Ja, genau, hast du aufgegeben, weil du so etwas nicht, mit so etwas nicht konfrontiert werden möchtest und das auch nicht fördern möchtest, finde ich gut. Genau. Ja, finde ich wirklich toll. Liebe Petra, danke für deinen Anruf, dass du es uns erzählt hast. Ich danke dir. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Auch. Tschüss. So, weiter geht es mit der Marianne. Mit der Marianne, wo ist sie? Hier ist Marianne. Marianne ist 61. Hallo Marianne, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja. Guten Morgen. Unser Thema heißt, dieses Telefongespräch vergesse ich nie. Ja, das war nicht absolut eine Telefongespräch. Mein Mann ist gestorben im Januar. Ich war 3 Tage an seinem Sterbebett. In diesem Jahr? In dieses Jahr, ja, im Januar. Mhm. Ich war 3 Tage an seinem Sterbebett. Und der letzte Moment, wo der gestorben ist, war ich nicht dabei. Mhm. Meine Kinder waren da. Mhm. Und ich habe meinen Kindern gesagt, ich gehe unten ins Klinikum im Garten und rauche mal eins. Ich war so aufgeregt. Mhm. Und in diesem Moment hat mein Handy geklingelt. Mhm. Und ich habe geschaut, ich war nervös, ich habe rumgedrückt und da war die Person wieder weg und dann wollte ich wieder zurückrufen und die Person ist nicht am Handy gekommen, habe ich wieder angerufen und dann habe ich gemeint, nee, jetzt muss ich jetzt hochgehen zu meinem Mann. Und in diese paar Momente oder 10 Minuten war das vielleicht, ist mein Mann gestorben. Mhm. Und ich war im letzten Moment nicht dabei. Ja. Ja, und ich habe Probleme damit. Ja, aber die Kinder waren bei. Die Kinder waren dabei, ja. Wie viele Kinder waren das? 2. 2 Kinder. Meine Tochter und mein Sohn, ja. War dein Mann bei Bewusstsein bis zum Schluss? Nein. Der hat Morphin bekommen und die letzten 2 Tage war er wahrscheinlich in Koma, ne? War er sehr lange erkrankt gewesen vorher? Ja, mein Mann hat 11 Monate gelitten. 11 Monate. Leukämie. Wie alt ist dein Mann geworden? 70. Ja. Diese 11 Monate, war er viel zu Hause oder hauptsächlich in einem Krankenhaus? Der war zu Hause. Ja, die haben ihm Bluttransfusionen gegeben und rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen. Ja. Der ist jeden Tag hin und her gefahren für die Therapie. Ja. Wie war dein Verhältnis zu deinem Mann? Sehr gut. Sehr gut. Das heißt, gerade auch in den letzten schlimmen Monaten, als er so krank war, hast du dich sehr intensiv um ihn gekümmert und hast ihm beigestanden. Ja, genau. Ich habe ihn begleitet. Ja. Mhm. Und als er im Krankenhaus lag, hast du ihn auch oft besucht? Ich war jeden Tag da. Mhm. 3 Monate. Hm. Weißt du, warum ich das so frage? Ja. Weil ich glaube, dass du da ihm ganz, ganz, ganz viel Gutes getan hast. Dass du bei ihm warst und dass du ihm beigestanden hast, als er bei Bewusstsein war, als er zu Hause war. Und er das absolute Gefühl hatte, die Marianne ist an meiner Seite. Die liebt mich und die ist bei mir. Ja. Und dass du gerade in dem Moment nach unten gegangen bist und etwas zu rauchen, ist, glaube ich, einfach nur ein unglücklicher Umstand. Ich glaube überhaupt nicht, dass du dir da einen Vorwurf machen musst. Überhaupt nicht. Die Kinder waren dabei. Und im Geiste, in Gedanken, mit deinem Herzen warst du sowieso bei ihm, ob du nun unten standst oder ob du am Bett standst. Ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Du hast ja deinen Mann nicht im Stich gelassen, das kann man ja überhaupt nicht sagen. Du warst ja absolut für ihn da, wie du es mir gerade geschildert hast. Und ich bin hundertprozentig sicher, wenn er das jetzt beurteilen sollte, dann würde er sagen, komm, Marianne, ist nicht schlimm.
Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe deine Liebe gespürt in all den Monaten und all den Jahren vorher. Das wiegt alles auf. Das wiegt diese Kleinigkeit auf, die da passiert ist. Ja. Das finde ich wirklich, Marianne, wirklich. Ich sage das, ich sage es nicht nur, um dich zu trösten. Ich finde es wirklich von tiefer Überzeugung her. Ja. Ich mache eine tiefpsychologische fundierte Psychotherapie. Das fängt in eineinhalb Monaten an. Mhm. Ist von der Krankenkasse bewilligt worden. Ja. Ja. Also, ich muss eineinhalb Monate warten. Ja. Mir geht es sehr schlecht, seit mein Mann gestorben ist. Ich habe 17 Kilo abgenommen. Wie viel? 17. 17 Kilo. Ja. Das ist viel. Bist du denn im Moment, also bis die Therapie anfängt, in ärztlicher Kontrolle? Ich bin unter ärztlicher Kontrolle, ja. Mhm. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Kindern? Sehr gut, ja. Wie beurteilen die denn die ganze Angelegenheit? Die beurteilen das so, dass die meinen, dass die Papi nicht wollte, dass ich da sein muss in den letzten Moment. Mhm. So beurteilen die das. Die meinen, er hat gewartet, dass ich aus dem Zimmer gehe. Um Rücksicht auf dich zu nehmen, auf deine Gefühle. Ja. Ja. Ja, vielleicht war es ja auch so. Vielleicht war es auch so. Also, die Kinder machen dir keinerlei Vorwurf. Nein, nein, nein. Überhaupt nicht, nein. Das wäre auch sehr schlimm. Auf jeden Fall geht es dir sehr schlecht. Ja, mir geht es schlecht. Mhm. Wie viele Jahre wart ihr verheiratet? 35 Jahre. Mhm. Das ist eine lange Zeit. Ja. Hm. Was machst du jetzt so die Tage über? Wie verbringst du die Tage? Ich habe ab und zu mein Enkelkind hier, die ich versorge zweimal in die Woche. Hm. Und ich bin sehr gut aufgehoben von meinen Kindern und von meinen Freundinnen und so weiter. Hm. Aber das ist schwierig. Ja. Und sehr einsam bin ich. Ja. Ja. Umso besser, oder umso, ja, es ist wirklich gut, dass du dann, wenn es auch noch ein klein wenig dauert, aber immerhin bald dann diese psychotherapeutische Behandlung bekommst. Ja. Die dir sicher einen Halt geben wird und die dir mit Sicherheit weiterhelfen wird. Ja, ja, ich hoffe das, ja. Mhm. Du hast so einen sehr freundlichen und netten Akzent. Rufst du aus Holland an? Danke. Nein, nein, ich rufe aus Deutschland. Ach so. Ich dachte, das wäre so ein kleiner Holländer. Meine Mutter sprach es Englisch. Ach so, irgendwas war doch da. Ich dachte, das ist nicht so. Ja. Liebe Marianne, darf ich dir denn vielleicht, das kann ja vielleicht auch noch ein bisschen hilfreich sein, noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten? Ja, danke schön. Das wäre nett. Ja. Also das ist der Peter heute Nacht. Ja. Und der Peter würde dich dann gleich, ich weiß nicht, ob sofort, aber auf jeden Fall im Laufe der nächsten Viertelstunde zurückrufen. Gut, danke schön. Danke. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen ganz viel Kraft. Dankeschön. Und versuche dir das doch wirklich so vor Augen zu führen, dass du gegen diese Schuldgefühle angehst, die ja objektiv nicht begründet sind. Ja. Dass man sich natürlich solche Gedanken macht, ist selbstverständlich, würde ich auch machen. Aber wenn man das so mal von außen sieht oder jemand Fremdes einem das sagt, ist es ja ganz klar, dass da das Wort Schuld überhaupt nicht angebracht ist oder Vorwurf. Die Liebe, die du deinem Mann geschenkt hast in all den Jahren, die zählt, finde ich, und wie du zu ihm gestanden hast in der letzten Phase seines Lebens. Liebe Marianne, wir melden uns gleich und du legst bitte auf. Dankeschön. Alles Gute und Dankeschön. Viel Kraft von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Und weiter geht es mit Astrid. Astrid ist 45. Guten Morgen, Astrid. Guten Morgen. Ja, das Telefon ist unser Thema.
Also bei mir geht es um ein Telefonat mit einem mir damals noch fremden Mann, den ich im Internet kennengelernt habe, mit dem ich den ganzen Silvesterabend telefoniert habe. Mhm. Ich hatte eine sehr lange Leidensgeschichte. Ich bin 1,5 Jahre lang zu verschiedenen Ärzten gegangen, weil ich immer Probleme hatte mit meinem Magen und so weiter. Und die haben mich also 1,5 Jahre zum Hypochonder abgestempelt. Mhm. Einer hatte sogar gesagt, ich sollte mich mit der Einnahme von Psychopharmakern anfreunden und hatte in der Zwischenzeit auch 15 Kilo abgenommen. Keiner nahm mich für voll und dieser Mann hat mir am Telefon in der Silvesternacht das Versprechen abgenommen, dass ich nochmal zu einem anderen Arzt gehen sollte. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Und dann ist bei mir Darmkrebs festgestellt worden. Mhm. Ich bin dann an meinem Geburtstag operiert worden. Und wann war der Geburtstag? Im Februar dann. Im Februar. Mhm. Und ist also ein richtiger Geburtstag für mich, weil man mir dort gesagt hat, ich hätte also noch 4 Wochen etwa zu leben gehabt, dann wäre der Darm gerissen. Das heißt, dieses Telefonat in der Silvesternacht hat eigentlich dein Leben gerettet? Genau. Das ist ja spektakulär, ne? Ja, vor allen Dingen, weil ich diesen Mann wirklich nur vom Bild kannte, beziehungsweise halt vom Telefon. Und wann war das denn? Welches Silvester? Letztes Jahr. Ja. Also das jährt sich jetzt. Ja, genau. Dann bald, in ein paar Monaten. Genau. Hast du denn mit diesem Mann dann später Kontakt gehabt? Ja, ich habe diesen Mann noch getroffen im Januar und er hat also dann darauf gedrängt, dass ich das mache. Und wie gesagt, ich habe ihm das dann ja auch versprochen, habe einen Termin gemacht und bin dann dahin gegangen. Hat er denn auch erfahren, was für eine gute Tat er da vollbracht hat bei dir? Hast du es hinterher ihm erzählt? Ja, ich habe ihn versucht zu erreichen. Er war dann leider nicht telefonisch erreichbar. Ich habe es ihm dann geschrieben per E-Mail, habe dann aber leider nie wieder was von ihm gehört. Aber bedankt habe ich mich natürlich. Ah ja. Hattest du ihn denn an diesem Silvestertag erst kennengelernt? Nein, ein paar Tage vor Weihnachten. Ein paar Tage vor Weihnachten? Mhm. Über den Chat. Weil und dann es mir halt sehr schlecht ging, war ich halt manchmal nicht im Internet und hat er sich halt gewundert und dann habe ich ihm das halt erzählt, dass es mir halt öfter mal nicht gut geht. Mich wundert, dass daraus nicht dann zumindest eine gute Bekanntschaft oder Freundschaft entstanden ist. Aus diesem, das muss ja dann doch sehr intensiv gewesen sein, wie ihr beide miteinander gesprochen habt. Ja, also ich habe das Gefühl gehabt im Nachhinein, dass er vielleicht Angst hatte, mit jemandem zusammen zu sein, der so krank ist, hatte ich so den Eindruck. Ach so. Ich glaube, dass manche Menschen da nicht so wirklich gut mit umgehen. Vielleicht. Aber wie auch immer, er hat bewirkt, dass du dich untersuchen lässt nochmal. Richtig. Dass du nochmal zum Arzt gehst. Genau. Wie geht es dir heute? Ich habe morgen meinen letzten Tag der Chemotherapie, die ich Gott sei Dank in Tablettenform einnehmen durfte, ein halbes Jahr lang jetzt. Und ich hoffe, dass dann die Untersuchungen in 4 Wochen gut sind und dass ich dann weitermachen kann. Weil ich habe 3 Kinder und ich will auf jeden Fall weiterleben, ganz klar. Wie alt sind deine Kinder, Astrid? 23, 21 und 16. Ah ja, die sind ja schon aus dem Gröbsten raus dann. Ja. Das geht dann ja schon mal. Ja, das muss ich sagen, die waren mir eine tolle Hilfe und ganz toll. Die Operation hast du auch gut überstanden oder war das schon sehr schwierig für dich, das wegzustecken? Also ich habe die Operation eigentlich ganz gut weggesteckt. Man sagt, dass man normalerweise nach so einer Operation 3,5 bis 4 Wochen im Krankenhaus verweilt, aber ich bin nach 2 Wochen nach Hause gegangen, weil ich gesagt habe, ich will zu Hause gesund werden. Ja, war die Krebserkrankung denn lokalisiert noch auf den Darm oder gab es schon? Nein, Gott sei Dank, es ist also ein verkapselter Tumor gewesen und hat nicht gestreut. Das ist auch dann natürlich eine ganz, ganz beglückende Nachricht, wenn man das dann gesagt bekommt hinterher. Ja, zumal meine Mutter mit 46 an Krebs gestorben ist 17 Jahre lang Krebs hatte. Mhm. Und von daher kannte ich hatte ich also unheimliche Angst, ne? Ich habe gerade so gedacht, als du das erzählt hast, das ist ja fast wie so ein Engel, ne? Am Telefon gewesen, dieser Mann. Auf jeden Fall. Der dir gesagt hat, pass mal auf hier, wir wollen dich hier oben noch nicht haben. Du gehst jetzt zum Arzt. Also ich glaube, ich hatte alle Engel, die man haben konnte, an meiner Seite und deswegen würde ich dem Thomas gerne noch eine Information mitgeben. Er soll auf keinen Fall aufgeben. Er soll diese Woche noch ins Klinikum gehen und immer da machen, was die Ärzte sagen. Thomas war der zweite Anrufer mit der Diagnose Zungenkrebs. Genau, ne? Ja. Hat mich sehr bewegt eben und weil ich vielleicht noch sehr gut nachempfinden kann, wie das ist, wenn man diese Diagnose direkt so gesagt bekommt. Ja. Ja, wie war das bei dir, als du die gesagt bekommen hast? Wie war deine erste Reaktion? Der Boden war weg. Der Boden war weg, aber ich habe dann auch gleich für mich entschieden, dass ich kämpfe. Mhm. Also du hast dann gleich gesagt, okay, jetzt soll alles gemacht werden, was zu machen möglich ist. Ja. Mhm. Ich bin in einem ganz tollen Klinikum in Hamburg operiert worden und da würde ich jederzeit auch wieder hingehen. Also ein ganz tolles Team, ganz toller Professor und
Also es hat, bei mir waren es mehrere Telefonanrufe, weil dieser Professor hat mich vor ein paar Wochen dann nochmal angerufen und hat mir mitgeteilt, dass er mich da bei dieser Felix-Boder-Stiftung vorgeschlagen hat, um diese Geschichte ins Fernsehen zu bringen. Ah ja, toll, toll. Jetzt hat sich das Fernsehen noch nicht gemeldet, aber ich... Und die werden sich schon bald melden. Nein, aber ich denke, das ist auch nicht das Wichtige. Eigentlich ist es nur wichtig, dass man ja nicht aufgibt. Und wenn man das Gefühl hat, dass man wirklich was hat, dass man sich nicht von Ärzten speisen lässt und schon gar nicht mit Psychopharmaka, ne? Also vielleicht nochmal kurze Erklärung. Felix Boder Stiftung ist eine Stiftung, die sich sehr für die Darmkrebsvorsorge einsetzt. Richtig. Und auch da an großer Öffentlichkeit interessiert ist und an Öffentlichkeitsarbeit auch. Und genau. Jeder, der dazu beitragen kann, ist natürlich sehr herzlich willkommen. Und deine Geschichte ist natürlich auch eine sehr tolle Geschichte, die den Leuten aussagt, lasst euch vorsorglich untersuchen. Auf jeden Fall. Wenn ihr eine Disposition in der Familie habt, sowieso. Ja. Aber sonst auch. Und man hat ja auch, wenn man eigentlich gesund ist, relativ lange dann wieder Ruhe, wenn man es einmal gemacht hat. Also ich fühle mich von den Ärzten doch reichlich verraten und verkauft, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn man da vielleicht nicht unbedingt an den richtigen gerät, der einen wirklich ernst nimmt, dann kann man dabei wirklich sterben. Das ist einfach so. Und das finde ich halt so traurig im Grunde an der ganzen Geschichte. Ne? Ja. Aber wie gesagt, 5:12 kam mein Engel und hat mich da wachgerüttelt. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Und ich freue mich sehr, dass es jetzt sich so gut alles entwickelt hat. Und wünsche dir, drück dir wirklich die Daumen, Astrid, dass du jetzt richtig dann wieder ganz auf dem Posten bist und auf dem Damm. Ja, danke schön. Und halt den Kontakt dann zu der Stiftung und vielleicht auch zu deinen Ärzten, dass du auch noch ordentlich nachbetreut wirst, was man halt alles dann so machen muss. Genau, das werde ich auf jeden Fall tun. Alles Gute von Herzen. Ich danke dir auch. Tschüss. Alles Gute für dich. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Und weiter geht es mit der Margit. Und Margit ist 64. Guten Morgen. Ja, hallo Margit, hallo. Grüß dich. Hallo, guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen. Ja, Domian, ich kenne seit einiger Zeit einen katholischen Priester. Ich habe mit ihm zusammen manchmal gearbeitet auf einer Demenzstation. Und es war also bis jetzt immer eine sehr schöne Freundschaft. Vor 2 Jahren habe ich innerhalb von einem halben Jahr meine 2 besten Freundinnen verloren. Er hat beide vom Sehen gekannt. Und wo es mir dann damals so schwer war, hat er mich halt auch getröstet und wir konnten gut miteinander reden. Und wie gesagt, es ist aus diesem allem eine sehr schöne Freundschaft entstanden. Ja. Und immer wieder, also so einmal in der Woche, haben wir uns getroffen und da in meinem Altenheim zusammengearbeitet. Und wir haben uns dann auch manchmal privat getroffen. Hast du in dem Altenheim ehrenamtlich gearbeitet? Genau, ja. Und wir haben uns manchmal dann auch privat getroffen, mal zu einer Tasse Kaffee oder mal zum Abendbrot. Und so hat er mich vor einer Woche eingeladen. Da kam er und hat gesagt, du, ich möchte heute Abend gern irgendwo mit dir hinfahren. Ich möchte dich irgendwo einladen. Und dann kam so spontan noch von mir, oh, ich freue mich, du bist ja ein Schatz. Ne? Und ja gut, er hat mich dann schon geschwind ein bisschen überrascht angeschaut. Und ich dachte mir dann auch noch, mein Gott, was sagst du da überhaupt zu ihm? Ne? Und habe mich dann auch entschuldigt und sagte, ach was, komm, das war doch irgendwie, ich habe doch gemerkt, dass das eine ehrliche Freude war. Ja, ne? Ja. Und wir haben dann einen netten Abend verbracht. Und 3 Tage später hat er mir dann halt angerufen und hat gesagt, du, ich möchte mich nochmal für den schönen Abend bedanken. Es war auch für mich eine große Freude. Und ich denke einfach so, dass wir halt so weiter miteinander arbeiten können. Ja. Und dann habe ich dann auch gesagt, weißt, ich freue mich eigentlich, dass ich dich kennenlernen durfte. Ja. Und dass wir also wirklich immer so schöne und gute Gespräche miteinander haben können. Wie alt ist eigentlich der Pastor? 63. Und dann auf einmal war er so leise, ne? Und er sagte zu mir, sei mir nicht böse, ich kann nicht mehr anders, aber ich liebe dich. Und da war ich dann halt schon ein bisschen geschockt, ne? Und dann sag ich, du... Also? Ich war dann also geschwind im Moment sprachlos, ne? Das glaube ich. Und dann sag ich, du, ich glaube, wir sollten mal miteinander reden.
Dann sage ich, ich mag dich zwar auch sehr gern, aber ich mag dich so, wie eine Schwester ihren Bruder mag oder wie man sich einfach unter guten Freunden mag. Und er hat bis dahin nie, weißt du, dass er irgendwie anzüglich geworden wäre oder sich irgendwo daneben benommen hätte. Oder, also wo man also jetzt in seiner Situation sagen müsste, er hat sich daneben benommen. Gut, wir haben uns manchmal begrüßt, wie man sich unter Freunden begrüßt mitunter. Aber Margit, was für eine Überwindung es auch für ihn gewesen sein muss, das zu sagen. Ich bin ihm, Domian, ich kann ihm irgendwo nicht böse sein. Ja, wie ging das denn weiter dann? Habt ihr euch getroffen irgendwann? Wir haben uns dann getroffen und habe gesagt, du, ich mag dich auch sehr gern, aber versteh das jetzt bitte nicht falsch, ich mag dich, wie eine Schwester ihren Bruder mag. Wie hat er denn darauf reagiert? Und er hat dann auch gesagt, ich bin, er sei im Moment selber, also sowas sei ihm noch nie passiert. Ne? Das heißt, er hat sich zum ersten Mal in seinem Leben wirklich in eine Frau verliebt. Seit seiner frühesten Jugend, dass er Priester werden möchte. Ja. Das hat er mir also schon vor längerer Zeit mal erzählt. Ja. Was für ein unglaubliches Ereignis und, im Leben dieses Menschen. Ja, und weißt du, ich bin eigentlich jetzt nicht irgendwie eine Frau, die irgendwie super toll aussieht, gell? Ich habe also gar keine so tolle Figur, ich bin ziemlich pfundig. Ja, aber darauf kommt es ja gar nicht an. Wenn er dich liebt, dann liebt er dich so, wie du bist. Wir konnten uns einfach immer ganz toll unterhalten, also wirklich über Gott und die Welt. Also von deiner Seite aus ist da gar nichts an mir. Und ich meine, ich denke... Und ich habe ihm aber gesagt, du, ich möchte, wenn diese Freundschaft weiterhin bestehen soll, nichts, dass etwas zwischen uns ist, wo du oder ich uns Vorwürfe machen müssen, was wir beide nicht verantworten könnten. Und ich sage, ich sehe dich einfach als Priester und du musst ja auch, ich meine... Wie geht denn, wie soll das, hat er denn... Ich habe auch gesagt, wie soll das weitergehen? Wie soll es weitergehen? Ja, hat er irgendwas gesagt, wie es weitergehen soll? Also ja, ich habe ihm halt dann gesagt, vielleicht ist es im Moment besser, wenn wir uns mal einen Moment nicht sehen. Und hat gesagt, bitte tu mir das nicht an, ich würde dich vermissen. Und dann sage ich, ja, aber so darf es nicht sein. Gell? Dieses Telefonat, wann hat das stattgefunden? Das war vor ein paar Tagen. Ach, vor ein paar Tagen. Jetzt aber nochmal meine Frage an dich. Also nehmen wir mal an, das wäre kein Priester. Ja. Könntest du dir vorstellen, dass du eine Beziehung zu ihm eingehen? Dann könnte ich es mir vorstellen. Dann könntest du dir das vorstellen. Ja. Aber auch wenn er von seiner Seite aus, ich meine, das ist ja hauptsächlich dann sein Problem und nicht dein Problem, er kommt ja in einen unglaublichen Konflikt mit seiner Kirche, mit seinem Glauben. Ich möchte ihn nicht in diesen Konflikt bringen. Aber er ist ja schon längst drin. Ja. Er ist ja schon drin. In dem Moment, wo er es ausgesprochen hat, ist der Damm gebrochen. Ja. Vielleicht, weißt du, lass mich das mal einfach mal so spontan sagen. Ich finde das ausgesprochen rührend, wenn dieser Mann mit 63 zum ersten Mal in seinem Leben so etwas sagt. Und du letztendlich den auch so sehr magst. Ich mag ihn sehr gern, aber ich sage... Dann lass den Dingen doch insofern ihren Lauf, dass er das entscheidet. Was er muss mit seinem Gewissen klarkommen. Und wenn er das will und alle Konsequenzen auch tragen möchte, die damit verbunden sind, dann lass dich doch auf diese Liebe ein. Ja, sage ich jetzt mal so. Du, er muss es doch für sein Leben, er trägt die Verantwortung. Wenn er sagt, ich will die Margit haben. Weißt du, also sagen wir, der Ort, wo wir leben, der ist nicht so groß. Verstehe. Was meinst du, was das wäre? Ich verstehe. Das wäre die Bildzeitung Gold dagegen. Ich verstehe. So, dann lasst, aber auf jeden Fall bleibt man jetzt verbunden, erstmal auf eng freundschaftlicher Basis. Zieh dich mal nicht zurück. Mal sehen, was sich dann, vielleicht findet sich ja ein Weg. Ich meine, was für eine Überwindung das für diesen Mann auch gewesen sein muss. Eine Überwindung. Weil ich weiß jetzt echt nicht, wie ich mich ihm gegenüber verhalten soll, gell? Ihr müsst einfach noch viel reden miteinander, um irgendwie was zu finden. Nicht jetzt einfach so auseinandergehen. Ich glaube, das wäre jetzt noch nicht gut. Nee, ihr müsst noch viel reden. Liebe Margit, meine Sendung ist vorbei, wir können nicht mehr reden. Domian, ich danke dir. Alles Liebe und toi toi toi. Ich wünsche dem Thomas auch alles Gute. Das ist sehr lieb von dir. Ich wisse, dass es Menschen gibt, die da draußen an ihn denken. Super nett von dir. Mach's gut, tschüss.